Salut, ihr Fraternité, Citoyen, Spectateur, und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Let's Play Napoleon Total War, die Ägypten-Kampagne. Im letzten Teil haben wir Kairo eingenommen. Das war eine sehr wichtige Stadt für uns, denn jetzt können wir Forschung betreiben. Und wir schauen mal ganz kurz, was unser Agent so an Forschung gut kann. Er ist ein Banker mit Leib und Seele. Das heißt, wir kriegen einen Punkt Bonus auf zivile Technologien. Na, dann fangen wir doch mal mit den Staatsschulden an. Reduziert die Unterhaltskosten und bringt mehr Städtewachstum. Das ist doch ganz solide. Wir rekrutieren. Wir bauen die Infrastruktur aus. Rekrutieren eine Einheit. Ganz genau. Beim Theater. Warte mal gerade. Ich kann mir hier eigentlich keinen Aufstand leisten. Und hier? Hier eigentlich auch nicht. Aber ich denke, ich brauche hier vielleicht gar nicht so viele Milizeinheiten, denn ich kann doch hier nächste Runde bald auch schon wieder Milizeinheiten holen. Und dann holen wir uns jetzt hier nur eine Einheit Truppen. Ach so, warte mal. Hier ist ja noch mein Agent drin. Den brauche ich hier ja gar nicht mehr. Der kann mal gerade hier hochgehen und gucken. Mal ein bisschen schneller. Also ich denke, ich werde vielleicht mit Kleber hier unten ein bisschen aufräumen und mit Napoleon hier hochmarschieren. Ja, mal gucken. Aber so in etwa stelle ich mir das gerade vor. Da zieht sich jetzt schon ein bisschen was an Truppen zurück. Und wir haben eine neue Mission, die heißt die Osmanen auf dem Vormarsch. Stadt erobern. Jaffa. Oder Jaffa. Ich bin mir nicht sicher. Also für alle, die sich da auskennen, schreibt es mir doch mal, ob es Jaffa oder Jaffa ausgesprochen wird. Ich sage mal Jaffa. Also seht's mir nach, falls das falsch ist. Wir haben die Mamelucken aus Kairo vertrieben, Mon General, aber trotzdem dürfen wir uns jetzt keine Rast erlauben. Unsere Spione berichten, dass der osmanische Sultan weitere Elitesoldaten von Süden, nee, nach Süden entsandt hat und ein großes Kontingent türkischer Truppen auf Rhodos auf seine Verschiffung wartet. Wir müssen nach Osten marschieren, nach Syrien, um den Vormarsch der Osmanen aufzuhalten. Jaffa ist eine ihrer größten Hafenstädte und würde ein gutes erstes Ziel abgeben, bevor wir nach Akkon vordringen. Das ist übrigens Akkon. Wurde übrigens von einem, das ist diese berühmte Festung, die von einem Mitschüler Napoleons verteidigt wurde. Philippot hieß der, glaube ich. Der hat auch in Brienne-le-Château mit Napoleon übrigens studiert. Also ganz interessante Konstellation. Und Napoleon hat es ja auch nicht geschafft, Akkon einzunehmen. Seine militärische Bedeutung und sein Wert als Handelszentrum machen Jaffa zu einem äußerst schmackhaften Ziel. 1000 Franc kriegen wir dafür. Und das ist ganz weit im Norden. Ist die Überlegung, ob man das vielleicht sogar mit einem Schiff machen sollte. Aber da müssen wir mal gucken. Also erstmal gehst du jetzt mal hier rein. Ob ich hier hochgehe, das gucken wir mal gleich. Erstmal machen wir jetzt die ganzen Truppen hier rein. So. Hier oben kommt Verstärkung. Jawohl. Ist die Infrastruktur auch bald fertig? Das Sägewerk ist fertig. 1620. Wenn wir das Kolleg ausbauen, dann kriegen wir halt mehr Unzufriedenheit. Aber es dauert auf der anderen Seite auch 6 Runden. Ist halt die Frage, brauchen wir diese Technologien schnell? Ich meine, so ewig Zeit haben wir eh nicht, um hier zu forschen. À votre service. Ja, du gehst mal gerade hier in diese Stadt. Was können wir denn sabotieren? Das Steueramt. Infiltriere. Nee, infiltrierst mal noch nicht. Warte mal kurz. Wir gehen mal ganz kurz in den Diplomatie-Bildschirm. Wo ist er denn? Oh, wir haben keine Diplomatie in dieser Runde. Ja, dann können wir sie auch nicht zum Protektorat machen. Dann infiltrier mal. Mission erfolgreich. Sehr schön. Was hat er für eine Armee? Oh, das ist aber nix. Die haben alle Artillerie. Oh, Ibrahim Bey. Ja, zeig mir den nochmal.
Da kann ich so viel klicken, wie ich will. Mich würde da jetzt so ein bisschen seine Biografie oder ähnliches interessieren. Also falls es den jetzt wirklich gegeben hat, aber ich würde ja mal sagen, ja. Libysche Beduinenmiliz. Also schlecht garnisoniert ist er ja, ne? Warte mal, was hat denn der hier für eine Infrastruktur? Gar keine. Wäre eine interessante Voraussetzung, um jetzt hier noch diese beiden Städte einzunehmen. Suez müssen wir noch einnehmen. Das war ja auch eine ganz wichtige Mission, die das Direktorium Napoleon erteilt hatte. Wenn ich mich nicht irre. Sollen wir das Sägewerk bauen? Das lohnt sich dann erst in 10 Runden von der reinen Finanzaufwendung hier, aber immerhin. Oh, nee, wir machen in Alexandria, das sind doch unsere lohnendsten Städte. Genau, wir machen in Alexandria und in Kairo machen wir jeweils so einen Magistraten. Ich meine, der bringt 10% Bonus auf den Steuerertrag, das sind hier 540 Franc. Das ist schon viel, finde ich. Pro Runde. Und das Ding kostet ja nur irgendwie 1500, ne? Also das lohnt sich wahrscheinlich schon. Okay. Hier können wir auch noch von unten ran, wenn ich das richtig sehe. Dann nehmen wir hier, ich mache mal gerade einen Quicksave, wir nehmen Napoleon mit den Dragonern, den Chasseur. Und dann könnten wir eigentlich ein bisschen mergen, oder? Wir nehmen noch hier die Linienfusiliere, die. Wir könnten sogar die Miliz mitnehmen, aber das machen wir jetzt mal nicht. Ja, dann nimm noch die zwei eher etwas angeschlageneren Linieneinheiten mit. Ja, mit der Artillerie geht das nämlich nicht mehr. Da komme ich schon wieder nicht an die Stadt ran. Da fehlt mir dann ein Bewegungspunkt. Dann machen wir das nochmal ohne. Und nehmen direkt die nächste Hauptstadt ein. Und auch da machen wir den Kampf natürlich selbst. Ihr wisst das, ich vertraue der AI da nicht so. Ja, hätte ich das gewusst, hätten wir jetzt noch hier mit dem Spion den General schnetzeln können. Das wäre irgendwie cool gewesen. Naja. Schauen wir mal. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Linieneinheiten, stelle ich fest. Okay, er stellt sich ganz hinten auf. Ach du meine Fresse, sind das viele Truppen. Pöbel mit Musketen, naja, alles klar. Ja, wo steht denn seine Artillerie? Ich habe schon wieder die verbaute Tastatursteuerung hier. So, jetzt geht's. Ist sehr aufwendig. Sitzt er auf dem Pferd? Ja. Auf Kamelen wäre irgendwie cooler, fände ich. Also jetzt nicht, weil es Klischee ist, sondern weil so ein General, der nämlich Pferde verängstigen könnte, da steht die Artillerie mitten in der Infanterie drin. Okay. Ja, so eine Anhöhe hier nehmen, wäre schon ein strategischer Vorteil, ne? Mal so. Wir stellen mal die Einheiten jetzt erstmal so auf. Das wird nicht die endgültige Aufstellung sein. Die Frage ist halt, also ich würde dann gerne diese Anhöhe hier nehmen. Die Frage ist halt nur, was fangen wir damit an? Das Gute ist halt, er muss sich mal um seine komplette Achse drehen, wenn wir das machen, ne? Stellen wir uns mal eher so auf. Da stehen wir auch sicher vor der Artillerie. So, direkt hier stürmen. Ich meine, es sieht ja jetzt vom Wetter her mal nicht ganz so heiß aus. Marche, marche, rapide. La cavalerie est en ordre, monsieur. Marche, rapide. Ordre, Pierre.
Ja, doch, da können wir hier. Da können wir hier, glaube ich, schon was anrichten. Oh Gott, ja, der Sound hängt schon wieder von dem Spiel. Ich liebe ja solche Bugs. Ja, da hauen sie direkt wieder ab, ne? Ja, sie sind jetzt aber schon gleich in Position und können den Pöbel mit Musketen unter Beschuss nehmen. Jeder nochmal hier hin, bitte. Klar, natürlich, ja. Sie können ja nicht hier rumreiten. Sie müssen jetzt unbedingt um diesen scheiß bepissten Hügel da rumreiten. Das sind wieder so unnötige Verluste, ne? Könnt ihr direkt schon mal aufhören, weiteres zu unternehmen. Ja, da können wir hier wunderbar im Schatten kämpfen. Okay, stellt euch mal hier drüben auf. Aber die können ein bisschen langsamer machen. Okay, die Dragoner haben da schon mal die erste Einheit aufgerieben. Wo ist denn seine Artillerie eigentlich abgeblieben? Wo ist denn seine Artillerie? Ach, da hinten. Ah, okay, könnte sein, dass er da jetzt in Stellung gehen will. Das machen wir aber nicht mit. Bitte hierhin. La cavalerie attend les ordres, monsieur. Ihr macht euch mal langsam wieder hierhin. Lancez des ordres. Ligne prête, monsieur. Ordre de groupe. État-major des généraux. Gut. Ich hätte eigentlich gedacht, dass die irgendwie so ein bisschen schießen können, aber gut, das können sie. Ja, doch, aber irgendwie nur so zwei Einheiten, ne? Oh, halt, halt, halt. Hier, raus, raus, raus. Das sind normale Mamelucken. Okay, alles klar. Aber er kann da eigentlich ja nicht viele Chancen haben, oder? Oder? Gut, dann rückt ihr mal vor.
Ja, dann drehen wir uns jetzt auch mal. Bei der kann ich auch. Da ist der Elitepöbel am Start. Schnell, schnell. Habe ich seine Kaff getroffen? Das wäre halt schon wichtig, dass wir den Mamelucken hier den Weg abschneiden. Ah, gut, gut, gut. Ja, klappt, 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 klappt. Die haben sich irgendwie nochmal anders hingedreht, aber okay, es sei euch vergönnt. Wir machen das mal hier ein bisschen langsamer auf der Flanke. Ist das gut? Nicht im Gefecht, na also, dann schießt er auch noch nicht. Dann können wir jetzt seine Artillerie auseinandernehmen. Dann geht ihr mal in Stellung. Also ich will mal Napoleon dann doch hier ein bisschen rüberziehen. Der steht da nicht ganz so günstig. Sir, Sir, unser General wird angegriffen. Ich weiß, deswegen ziehe ich ihn ja da weg. Kann der echt auf meine Chasseur schießen? Nee, oder? Oh, komm mal da weg. Da ist die Leibwache von seinem General. Gut. Guck mal vor. Sieht aber gut aus hier drüben. Okay, so, jetzt müssen wir gerade hier pausieren, denn der will jetzt natürlich hier meine Kaff stellen, ne? Und das kann ich nicht erlauben. Ne, warte mal. Oh, guck mal da, da ist ja noch einer von ihm. Ja, genau, ihr rennt mal wieder ultra scheiße da lang. Oder so, dann stellst du mir die Chasseur hier drüben auf. Eine unserer Einheiten verfügt über keine Munition mehr, ja, Sir. Ja, das dürften wieder. Ach nee, das ist diesmal sogar eine Linie. Ah ja, da schau mal einer an. Da haben sich die Elitebürger wieder gefangen. Dann stellt ihr euch mal hier hinter. Die Dragoner müssen da weg. Ein glorreicher Sieg, Sir, gehört bald Ihnen. Nee, bleib stehen.
stehen. Ah ja, doch, okay. Hm. Wollte ja Bekanntschaft mit dem Bajonett machen. Ach so, ja. Ich versuch's mal mit ein bisschen weniger Pause, ja. Ist der abgehauen? Hat den Anschein, ne? Ihr habt noch alle Munition, ne? Ein bisschen. Eine unserer Einheiten verfügt über keine Munition mehr, Sir. Dann nimm mal die Dragoner mit darüber, dann können die wenigstens noch ein paar von diesen Bürgern aufreiben. Das ist die Einheit ganz außen, ne? Die hat noch relativ viel Munition. Stell du dich mal hier drüben auf. Es ist ja nur noch eine Einheit, die er da drüben hat, ne? Ich meine, sonst ist da ja alles schon auf dem Rückzug. Komm, dann versuchen wir hier noch ein bisschen aufzureiben. So, gucken wir mal, ob das hier mit dem Umdrehen klappt. Aus der Ego-Perspektive. Aha, da sind sie doch. Also. Oh, wir haben sogar die Projektilperspektive an. Oh, Junge, Junge, du musst aber nachher noch 3 Stunden auf dem Schießstand trainieren. Also so geht's ja mal gar nicht. Ah, sehr cool, die reden ja miteinander. Witzig. Ja, fortfahren, bitte. Okay, ja. Dann nimm doch mal bitte die Jungs hier noch in den Nahkampfmodus. Und die Jungs auch. Und dann reiben wir hier noch ein kleines bisschen was auf. Ich meine, das gibt halt eben, das ist halt die Möglichkeit, um noch ein bisschen Erfahrung zu kriegen. Den mal auch noch mit. Mit Napoleon mache ich das jetzt übrigens nicht mehr. Also es wurde mir dann doch immer wieder von eurer Seite davon abgeraten. Weil doch es einfach mal passieren kann, dass man beim Aufreiben hier eine Einheit verliert. Und das wäre dann halt Saukacke, wenn das der General ist. Also es ist da nicht so, dass man wirklich die Kampagne dann verloren hat. Sondern Napoleon wird dann verwundet und startet dann in der Ausgangsprovinz wieder. Das nur gerade so als Information dazu. Ansonsten bietet sich das natürlich an, auch mal mit einem General so eine Einheit aufzureiben. Jetzt so in einer regulären Kampagne würde ich es wahrscheinlich auch sogar machen. Haben die noch eine Erfahrung gekriegt? Die Chasseurs haben auf jeden Fall eine gekriegt, ne? Ah ja, okay, gut, kommt Jungs, das langt jetzt. Gefecht abbrechen. Entscheidender Sieg. Wunderbar. Und dann gucken wir gleich noch in diese Schlachtstatistik rein. Da bin ich mal gespannt, ob wir wieder viele Kollateralschäden hatten. Nous avons triomphé. Naja, so 30, ne? Also gar, ja, nicht ganz. Also 26, das war schon weniger als sonst. Aber ich weiß gar nicht, wie kommt denn das immer zustande? Naja, muss man gucken. Also dafür, dass diese Kugeln damals zu dieser Zeit so verdammt unpräzise waren und dass die auch gar nicht so eine hohe Durchschlagskraft hatten. Naja, okay, gut, ich möchte trotzdem nicht da im Gefecht gestanden haben. Ne, die Dragoner haben die Erfahrung behalten. Die Chasseur Cheval haben 2 gekriegt sogar diesmal. Eine für die regulären Chasseur noch. Das waren die Kleber ganz am Anfang hatte. Also die Truppen von Napoleon sind ja eher so die Elite-Einheiten.
Ja, Verluste. 25 bei den Chasseurs, 26 bei den Linienfüsilieren, 45 bei den anderen Linienfüsilieren. Die haben richtig was abgekriegt. Aber das waren auch einfach sau viele Soldaten, gegen die wir hier gekämpft haben. Ne? Wir wollen friedlich besetzen. Und wir machen nicht den Fehler wie Napoleon und besteuern die Leute erstmal richtig heftig, sondern wir machen es genau umgekehrt. Wir machen hier eine ganz, ganz milde Steuerpolitik. Mir fehlt jetzt leider ein bisschen Geld für den Infrastrukturausbau. Insofern machen wir das so, wir lassen hier mal den Palast noch sein oder dieses Verwaltungsgebäude und holen uns hier eine Straße, Entschuldigung, so, und genau, wir bauen uns hier eine Straße hin und bauen hier die Bauernhöfe aus und rekrutieren noch eine Miliz, wunderbar. Und dann sind die Leute da in der ersten Runde wieder happy. Also die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln ist auch ganz wichtig und es ist auch wichtig für die Fortbildung unserer Truppen. Denn wir wollen ja, dass unsere Armee bald wieder mit voller Stärke einsatzbereit ist. Und ich sehe gerade, hier bietet sich wirklich einen Überraschungsangriff an. Da gehen wir mal gucken. Je surveille. Da ist sonst nicht viel drin. Ich denke, das machen wir. Das werden wir dann aber im nächsten Part sehen. Dann würden wir nämlich die Milizeinheiten einfach mal da lassen. Und ihr seht, einen Angriff auf Mansura würde hinhauen. Dann hätten wir hier sehr aggressiv gespielt, Leute. Aber das ist ja eigentlich genau so, wie mir Total War Spaß macht. Ultra aggressiv spielen, dem Gegner keine Verschnaufpause gönnen, sondern wirklich immer zuschlagen, so viel es nur irgendwie machbar ist. Wir haben auch alles aus der Staatskasse rausgereizt, was irgendwie ging. Nächste Runde können wir wieder Steuern erheben. Hier geht's, ne? Ja, sehr gut. Und dann gucken wir mal ganz kurz rein. 1881, das ist nicht viel. Aber es langt dann immerhin für das Verwaltungsgebäude in Alexandria. Und hier können wir dann auch eine Manufaktur ausbauen. Das ist vielleicht auch nicht so schlecht für unsere Universität. Ja, ja, doch. Und dann haben wir noch ein Fischerdorf hier oben, oder was ist das? Ach nee, Stelle. Cool. Pferdezucht übrigens, einer der wichtigsten Landwirtschaftszweige damals, also ja, okay. Also es ist so, wir haben momentan Ende Juli, also wir haben noch so 50 Turns oder so, würde ich sagen, bis wir hier fertig sein müssen, eher mehr, ja, also da rechnet sich das schon so über 20 Turns mit den Gebäuden zu planen. Außerdem, was wir jetzt hier an Geld einnehmen, das können wir wieder benutzen, um noch hier diese letzten Siedlungen der Mamelucken am Nil entlang zu unterwerfen. Vielleicht machen wir das auch wirklich noch. Das sehen wir dann alles im nächsten Part, Leute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann wünsche ich euch alles Gute und verabschiede mich mit einem freundlichen Salut et Fraternité.